Diese Geschichte handelt von Annemarie und Martina, die Pulle und Pummi genannt wurden. Wie diese Namen entstanden sind, weiß niemand mehr genau. Alle Leute in der Straße, in der die beiden Schwestern wohnen, kennen sie nur als Pulle und Pummi. Der Kaufmann an der Ecke, der Blumenhändler Lack und Herr Frahner, der Hausmeister. Auch die Eltern nennen sie nur so. Und natürlich auch Onkel Willi. Nur Fräulein Rotzold, ihre Lehrerin, nicht. Wir wollen sie ebenfalls Pulle und Pummi nennen, denn es wäre mühsam, einen neuen Namen für so bekannte Kinder zu finden. Warum auch? Sie selbst haben die Namen überall bekannt gemacht. Es gibt kaum eine Hauswand, einen Zaun oder einen Bürgersteig, auf die sie ihre Namen nicht schon einmal mit Kreide geschrieben hätten, seit sie schreiben können. Neulich, das heißt in der Woche, in der unsere Geschichte beginnt, kam ein Telegramm. Natürlich wollten Pulle und Pummi wissen, was darin stand. Während ihr Vater das Telegramm öffnete, versuchten sie etwas vom Inhalt zu erspähen. Aber es gelang ihnen nur, einen Blick auf den unteren Rand des Formulars zu werfen. Dort standen lauter Zahlen. Pummi las sie laut vor. 727, 225, 3867. Was bedeutet das? Du musst es richtig lesen. Richtig lesen? Wieso? Das sind 7 272 Millionen und 253.008.67. Wenn ihr Rechenaufgaben machen wollt, geht gefälligst in euer Zimmer. Wer macht denn Rechenaufgaben? Wir nicht. Ja, was bedeuten die Zahlen sonst? Das wollen wir ja gerade von dir erfahren, Papa. Von mir? Wieso? Sag bloß, du weißt es auch nicht. Was soll ich wissen? Was die Zahlen bedeuten. Was für Zahlen? Na, die da unten. Auf dem Telegramm. Ach, blöde Frage. Das weiß doch jeder. Wir nicht. So? Na, dann will ich's euch sagen. Das ist die Formularnummer von dem Telegramm. Und nun lasst mich in Ruhe. Ist das alles, was in dem Telegramm steht? Nein. Was steht denn noch drin? Wenn ihr mich nicht endlich in Ruhe lasst, erfahrt ihr es nie. Ach, ach du liebe Zeit. Jetzt kommt er auch noch. Wer kommt? Dein Bruder Willi. Ach. Er will ein paar Tage bei uns bleiben, sich ausruhen, wenn der wüsste. Oh, Willi, nicht Willi, Onkel Willi. Richtig, Willi ist Muttis Bruder und euer Onkel. Merkt euch das endlich. Hurra, wie bekommt Willi so aus? Das ist toll. Was hüpft ihr denn so? Sollen unter uns die Lampen von der Decke fallen? Freuen sich die Leute nicht über fröhliche Kinder? Und Schluss jetzt, ich habe die Fragerei satt. Nanu, wo ist das Telegramm? Pummi hat es. Sofort gibst du mir das Telegramm. Wieso nimmst du es mir einfach weg, ohne zu fragen? Ich habe nur die Zahl abgeschrieben. Was für eine Zahl? Die Formularnummer. Was willst du damit? Da haben wir es. Kinder dürfen keine Fragen stellen, aber Erwachsene dürfen das. Die dürfen überhaupt alles. Auf der Stelle sagst du mir, was du mit der Zahl vorhast. Wetten, dass die Rotzoll nicht weiß, was sie bedeuten? Die Rotzoll? Wer ist das? Aber Arthur, wo hast du denn deine Gedanken? Fräulein Rotzoll ist doch Pummis Lehrerin. Die Rotzoll? Da spricht man so von seiner Lehrerin? Ja, wo bleibt denn da der Respekt? Da hörst du's, Pummi. Es heißt Fräulein Rotzoll. Wetten, dass Fräulein Rotzoll nicht weiß, was die Zahl bedeutet? Das Schreien des Vaters hatte Pummi nicht erschreckt. Sie wusste längst, dass man ohne Fragen nichts erfährt. Und Fragen sind meist störend und unangenehm. Die Erwachsenen sprechen dann laut. Das kommt, weil sie sehen, wie klein Kinderohren sind. Da könnte zu viel daneben gehen. Die Ohren von Vätern sind fast doppelt so groß. Die leisesten Worte schleichen sich da rein. Je kleiner das Ohr ist, von dem der hören soll, desto lauter muss man schreien, denken die Erwachsenen. Übrigens, Fräulein Rotzoll wusste tatsächlich nicht, was die Zahl bedeutete. Pummi hatte nichts anderes erwartet. Sie hielt sowieso nicht viel von der Schule, in der ein Fräulein Rotzoll Lehrerin war. Am nächsten Tag, nach der Schule, beim Mittagessen, berichtete Pummi stolz. Die Rotzoll wusste nicht, was die Zahl bedeutet, Papa. Fräulein Rotzoll, meinst du? Hm? Außerdem spricht man nicht mit vollem Mund. Also schön, Fräulein Rotzoll. Aber gewusst hat sie es trotzdem nicht. Ja, was hat sie nicht gewusst? Was die Zahl bedeutet.
Was für eine Zahl? Aber Papa, hast du ein kurzes Gedächtnis? Die Zahl, die ich gestern aufgeschrieben habe, hier ist sie. Zeig her. Das bedeutet gar nichts. Ich lasse mich nicht veräppeln. Das sind einfach aneinander geschmierte Zahlen. Ihr habt kein Glück. Nicht immer könnt ihr euch über mich amüsieren. Gestern musstest du es. Haben wir gestern schon von dieser dummen Zahl gesprochen? Dann wird es höchste Zeit, dass wir damit aufhören. Du, Papa? Ja? Ich glaube, ich will nicht mehr in die Schule. Nicht mehr in die Schule? Jedenfalls nicht mehr in die Schule, in der Fräulein Rotzoll Lehrerin ist. Wieso? Und was hast du gegen Fräulein Rotzoll? Gestern hat sie gesagt, 2 und 2 ist 4 und heute sagt sie 3 und 1 ist 4. Ich bin natürlich froh, dass du so klug bist, Toni. Aber manchmal sind Kinder so klug, dass die Erwachsenen nicht mitkommen. Aber Pulle! Du bist fast 2 Jahre älter als Toni. Du solltest auch für 2 Jahre vernünftiger sein. Arthur, kann ich dir noch ein bisschen einschauen? Dankeschön. Ihr denkt, weil ich beim 66 verliere, wäre ich vielleicht so dumm wie die Fische im Aquarium. Das Aquarium muss übrigens gereinigt werden. Ich will das nicht noch einmal sagen. Ja, Papa. Und nun wieder zu dir, Pummi. Es gibt mehr Erwachsene als Kinder. Deshalb müsst ihr euch auch nach den Erwachsenen richten. Was sollen wir armen großen Leute sonst machen? Aber die Türen sind nicht umsonst so hoch, damit auch Erwachsene durchgehen können. Habe ich recht? Ja, Papa. Aber das Kind ist der König. Das ist auch wieder so eine von Onkel Willis Ideen. Er spukt euch schon im Kopf herum. Wenn er erst da ist, haben Mutti und ich wieder nichts zu sagen. Ja. Bei solchen Gelegenheiten ist es gut, ein eigenes Häuschen zu haben, in das man sich zurückziehen kann. Zum Glück hatten Pulle und Pummi eins. Es bestand nur aus ein paar Stöcken und der alten Zeltplane von Vaters Campingzelt, das im Sturm zerrissen war. Aber man konnte darunter sitzen. Es war sogar regendicht, denn Herr Frahner, der Hausmeister, hatte eine Regenrinne rundherum gemacht. Er hatte ihnen auch eine Apfelsinenkiste gebracht, auf der man gut sitzen konnte. Es war schön, allein zu wohnen, wenigstens in den Stunden, in denen es nicht Nacht war, in denen es nichts zu essen gab und keine Schularbeiten zu machen waren. Diese Zeiten, die Nacht, die Essenszeit und die Zeit der Schularbeiten, mussten die beiden wohl oder übel mit dem anderen Teil der Familie verbringen. Sie saßen in ihrer Hütte im Hof, inmitten des riesigen Häuserblocks und dachten sich Strafen für die Eltern aus, die ihnen da nicht einfielen. Mit ihrem Zauberstab wollte Pummi den Vater schon einmal in Honig verwandeln, ihn aufs Brot schmieren und dann essen. Aber nicht nur der Vater, auch die Mutter gab Anlass zur Klage. Mutti wollte heute Klöße kochen und dann gab es Bratkartoffeln. Das hat sie nur gemacht, weil Onkel Willi kommt. Stimmt, Mutti hat noch so viel vorzubereiten, aber Bratkartoffeln kochen schneller als Klöße. Ob Papa wirklich nicht mehr gewusst hat, was das für eine Zahl war? Bestimmt nicht. Aber gestern hat er es doch gewusst. Auf Eltern ist kein Verlass. Ja, das weiß ich schon lange. Wenn Onkel Willi kommt, wird es besser. Wer weiß. Ich freue mich auf Onkel Willi. Freu dich nicht zu früh, er ist auch nur ein Erwachsener. Es stand nun fest, dass Onkel Willi am nächsten Tag kommen würde. Die Mutter hielt es nicht für richtig, Pulle und Pummi in der Nacht vor dem Ankunftstag in einem Zimmer schlafen zu lassen. Sie war ein Feind von Pläne-Schmiederei. Pulle, die Ältere, musste also allein im Kinderzimmer schlafen. Pummi schrie gleich los, aber sie war schnell besänftigt, als sie in Mutters Bett einschlafen durfte und streckte wegen dieser Auszeichnung Pulle die Zunge heraus. Am nächsten Morgen war der Teufel los. Verdammt, warum hast du nur einen Schuh geputzt? Was heißt verdammt? Wer hat dich das Fluchen gelehrt? Hast du mit meinem zweiten Schuh, Mutti? Ich habe beide Schuhe geputzt, Pummi. Da kann ich reden, was ich will, Mia. Du läufst hinter den Kindern her, die sich längst die Schuhe selber putzen können. Aber dass mir mal einer die Zeitung holt, das ist unmöglich. Dafür ist keine Zeit da. Man kann doch nicht auf Strümpfen die Zeitung holen. Wenn du beide Schuhe geputzt hast, Mutti, dann verstehe ich nicht, warum der eine schmutzig ist. Dann habe ich eben den einen zweimal geputzt. Ich hatte sicher die Lesebrille auf. Ich gehe so in die Schule. Alle sollen das sehen. Ah, das ist das letzte Mal. Hast du verstanden? Ach so. Verdammt. Oh, der Kaffee ist doch wieder zu heiß. Dann trink langsam.
Wenn ich noch einmal höre, dass Mutti euch die Schuhe putzt, dann... Nein, ich mach das schon. Sonst ist nachher alles schwarz von Schuhcreme. Die Kinder können sich die Schuhe auf dem Balkon putzen. Na, erkälten Sie sich bloß. Kommt, setzt euch. Euer Vater will sich morgens mit euch unterhalten. Komme, bin schon da. Also, eins will ich euch noch sagen. Wenn Onkel Willi kommt, dann geht hier alles seinen gewohnten Gang. Ihr geht genauso früh ins Bett wie sonst. Ja, Papa. Hast du gehört, Pummi? Natürlich habe ich es gehört. Ich bin ja nicht taub. Es gibt auch kein Eis außer der Reihe. Nicht mehr Bonbons als Kartoffeln. Und die Schularbeiten werden sauber gemacht. Ich sehe sie mir abends an, auch wenn Mutti sie schon gesehen hat. Nu. Das ist ja ganz neu. Wovon sprichst du, Arthur? Diese Stille. Das habe ich hier noch nicht erlebt. Wofür ist man denn Kind? Wie? Wenn man nichts darf, dann braucht man auch kein Kind zu sein. Ein Kind hat zunächst mal zu warten, bis es gefragt wird. Dann frag mich doch was. Schluss mit der Fragerei. Ich muss gehen. Na, es wird höchste Zeit für mich. Deine Brote, Arthur. Dann schon wieder Teewurst. Ach, du bist wie die Kinder. Na, tschüss. Ich hoffe, heute Abend sieht's anders aus. Niemand wusste, was der Vater damit meinte. Aber Pulle und Pummi hofften ja auch, dass es anders aussehen würde, dass Onkel Willi endlich da säße, wenn sie aus der Schule kämen. Die Schule war heute sowieso nur eine lästige Störung. Zum Glück hatten sie heute nicht lange Unterricht. Als sie nach Hause kamen, war Onkel Willi noch nicht da. Das Essen war auch noch nicht fertig. Also rannten sie wieder auf die Straße. Von Zeit zu Zeit klingelten sie, um sich nach dem Essen zu erkundigen. Endlich war es soweit. Es gab Kartoffelsuppe. Für Pummi ein Anlass, doch nicht so viel Appetit zu haben. Für Pulle war es gleichgültig, was sie aß. Die Mutter lobte sie und sagte, das Kind ist lieb. Es isst, was auf den Tisch kommt. Warum isst du nicht, Pummi? Ich habe immer Hunger. Ach, olle Kartoffelsuppe. Oll? Die Kartoffelsuppe schmeckt prima. Du hast recht, Dickerchen. Die ist mit viel Liebe gekocht. Komm, da hast du noch ein Würstchen. Oh ja. Mutti, warum sagst du immer Dickchen zu uns beiden? Weil ihr beide nicht gerade dünn seid. In der Zeitung steht, das kommt von falscher Ernährung. Da hörst du es, Mutti, du kochst bald. Aber Kinder. Wenn du anders kochen würdest, hätten wir richtige Namen. Na, nun iss mal weiter. Annemarie. Als Annemarie, ja. Pulle aß weiter. Und auch Pummi aß ihren Teller noch leer. Dann gab es Schularbeiten zu machen. Und dann kringelten die beiden den ganzen langen Nachmittag herum, liefen mal runter, kamen wieder rauf, bis endlich um 5:30 der Vater zurückkehrte. Gleich in der Tür fragte er, wo ist denn Willi? Onkel Willi ist noch nicht da. So, noch nicht da? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Auf deinen Bruder ist kein Verlass mehr. Aber Arthur, fängst du schon wieder an? Übrigens, Herr Lack hat sich wieder beschwert. Der Blumenhändler? Ja, der Blumenhändler. Unten im Haus. Worüber denn? Er behauptet, seine Rosen im Eisschrank verhören die Blätter, wenn Pulle und Pummi in der Wohnung Ball spielen. Na, dann sind die Blätter aber nicht sehr fest. Herr Lack hat's nötig. Der versteckt die trockenen Blumen immer hinter den frischen. Deshalb kauft Mutti die Blumen auch immer in der Perleberger Straße. Nicht wahr, Mutti? Ja, dort sind die Blumen viel frischer. Wo nur Onkel Willi bleibt. Zum Kotzen. Aber Pulle, wo hast du denn das aufgeschnappt? Wie gesagt, dein Bruder war immer unzuverlässig. Und nun will ich nichts mehr davon hören. Damit schloss der Vater die Unterhaltung über Onkel Willi ab und setzte sich schweigend an den Abendbrottisch. Heute gab es keine besondere Schlafordnung. Jeder musste da schlafen, wo er immer schlief. Und diesmal recht früh, um den gestrigen Schlafausfall auszugleichen. Als Pulle am nächsten Morgen verschlafen durch die Diele ging, stieß sie mit den Zehen an einen Koffer. Sie vergaß sofort, dass es weh tat, rannte zurück ins Kinderzimmer und weckte Pummi. Onkel Willi ist da. Was ist los? Er weckt mich mitten in der Nacht. Hast du nicht gehört? Onkel Willi ist da. Onkel Willi? Außerdem ist es nicht Nacht, sondern heller Tag. Hast du ihn gesehen? Nein. Nicht? Ja, aber wie? Nur seinen Koffer. Komm, wir gehen ihn suchen. Eine gute Idee. Irgendwo in der Wohnung muss er ja sein. Wo sollen wir zuerst nachsehen? Mutti hat das kleine Zimmer neben dem Bad hergerichtet. Du meinst, Onkel Willi schläft doch? Na, gleich werden wir es wissen. Leer. Aber das Bett ist zerwühlt. Er hat also hier geschlafen, aber wo ist er jetzt? Was war das?
Jemand hat gehustet. Das kann nur Onkel Willi gewesen sein. Kann. Nanu, wer kommt denn da? Zwei Engel? Nein, das sind ja nur zwei kleine Mädchen in Nachthemden. Onkel Willi? Nicht wahr? Du bist Onkel Willi. Und ihr seid Pulle und Pummi, habe ich recht? Junge, Junge, also ihr habt mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Empfängt man so seine Nichten? Ja, was ist das für eine Begrüßung? Moment, ich bin gerade bei einer heiligen Handlung, dabei darf mich niemand stören. Was trinkst du da? Ist das Schnaps? Das ist das Lebenselixier eines alten Mannes. Du bist doch gar nicht alt. Ich glaube, du übertreibst genauso wie die meisten Erwachsenen. Sieh mal an. Vor euch muss man sich in Acht nehmen. Was ihr nicht alles herausfindet, dabei hatte ich etwas ganz anderes erwartet. Eine Frage, was ein Elixier ist. Was ist es denn? Ein Wässerchen oder ein Saft. Seht ihr, wie das schimmert und glänzt? Das ist reines Gold, aber nicht in Talerchen gepresst, sondern flüssig. Seht mich an, entweder würde ich schon als Engelchen draußen herumfliegen oder in der dunklen Erde liegen. Einen schönen Tannenbaum aus der Brust wachsen lassen, wenn, ja, wenn... Na, nur ratet mal. Ja, das ratet ihr nie. Ich wäre weg, wenn ich nicht jeden Morgen so ein Gläschen getrunken hätte. So, seht ihr? Nun lebe ich wieder weiter. Und wie geht es euch? Ihr wisst, dass ich für jede Sechs in der Schule eine Mark zahle. Wie steht es damit? Ja, das müsst ihr euch nun aussuchen, ob ihr arm und klug oder reich und dumm sein wollt. Das liegt ganz bei euch. Ich habe eine Menge Markstücke mitgebracht. Bist du denn reich und dumm? Na klar, da lebt sich doch viel besser. Aber Willi, jetzt fängst du schon morgens an zu trinken. Mein Herzchen, mein Schwesterlein, ich habe mich zwar vorübergehend in deine Pflege begeben, das heißt aber nicht, dass du während der Zeit deine Regierungskünste auch bei mir in Anwendung bringen darfst. Du hast nicht mal den Koffer ausgepackt. Wie hast du denn geschlafen? Hm? Im Anzug. Ich war zu müde, um noch auszupacken. Ich will auch mal im Kleid schlafen. Ich auch. Ach, jetzt geht das schon los. Du verdirbst die Kinder. Du hast dich überhaupt nicht geändert. Als Junge hast du uns schon alle verrückt gemacht. Wer will auf mir reiten? Ich, ich. Gummi war schneller, also rauf auf meinen Rücken. Oh. Ja! Na du Unruhestifter, Arthur, altes Haus. Immer noch ein Feind von Spaß und Tollerei, was? Ich habe ernste Arbeit, da vergeht einem das Lachen, Willi. Man kann höchstens sehen, wie andere fröhlich sind. Aber auch nicht so gern, was? Das verstehe ich nicht. Nein. Wenn ich demnächst zum Präsidenten gewählt werde, dann ist meine erste Anordnung, dass das Guten Tag wegfällt und jeder, der ein Amtszimmer betritt, muss sagen. Ja, und die Beamten müssen antworten. Kinder ab, Zähne putzen. Jetzt gerade, wo es so lustig wird. Euer Vater hat recht. Jetzt werden erstmal die Zähne geputzt. Mit Wasser und Schmierseife. Und wenn ich mich gestärkt und gesäubert habe, müsst ihr schon fertig sein, damit wir noch gemütlich Kaffee trinken können, ehe die Schule anfängt. Diesmal ging die Morgensäuberung merkwürdig fix. Und alle, auch der Vater, saßen schon am Tisch, als Mutter die Kanne mit Kaffee brachte und die zwei großen Becher Milch. Am Kopfende präsidierte Onkel Willi. Na, dann wollen wir mal reinhauen. Dass du noch Appetit hast, Willi, du müsstest doch satt sein. Aber Arthur, nun kommen 10 Brötchen, 4 Schnitten Schwarzbrot, 2 Eier und ein halbes Pfund Blutwurst. Mhm. Den Abschluss bildet dann der Kuchen. Du hast doch einen gebacken, nicht wahr, Schwesterchen? Och, das habe ich ganz vergessen. Aber morgen bekommst du einen. Gut. Begnügen wir uns heute mit dem Brötchen. Hoppla. Ist das Messer nicht scharf genug? Ich glaube, das ist die Klinge, auf der mein Freund Mephistophilaschikosch nach Leipzig geritten ist. Wie heißt der? Was, den kennst du nicht? Den berühmten Mephistophilaschikosch? Nikolaus. So einen einfachen Namen hast du nicht behalten. Mephistophilaschikosch. Wenn du das Thema sagst, dann kannst du ihn. Mach die Kinder nicht verrückt. Erzähl dir lieber, warum du uns hier tagelang warten lassen. Das ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer? Was ist ein Abenteuer? Na, erzähl schon, mach's nicht so spannend, Willi. Also, das war so. Gerade als ich abfahren wollte, ich hatte den Hut schon in der Hand, kam Kim Beto. Und Kim Beto ist einer meiner Indianerfreunde. Er brachte mir die Urkunde, durch die ich mit der Würde eines Häuptlings des Kippelstippstammes bedacht wurde. Ich kann euch sagen, diese Urkunde ist ein Stück Leder.
fast so groß wie eine ganze Kuh. In Rot und Blau oben am Rand, Gelb und zwei Griffe dran, mit denen man es auseinanderzieht. Und das geht schwer. Das Auseinanderziehen ist anstrengend, da das Leder sehr hart ist. Ja, niemand kann Häuptling werden, der das nicht auseinanderziehen kann. Allein habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich gemeinsam mit Kim Veto einen halben Tag daran gearbeitet. Aber jedes Mal, wenn wir es lesen wollten und die Köpfe darüber beugten, schnurrt es wieder zusammen. Ich habe meine Frau gebeten, mitzuhelfen, aber es klappte auch nicht. Ja, ihr kennt ja Tante Elisabeth, die nie Schwarzbrot isst. Die hat natürlich auch keine Muskeln. Wir kamen schließlich auf einen todsicheren Gedanken, nämlich das Ding auf dem Boden zu nageln. Das kann ja niemand mit anhören. Die Schule fängt gleich an. Willi, du kannst einen wirklich ganz durcheinander bringen. Ja, ihr wollt das Kinder. Abenteuer hier hören. Aber keine Angst, bei mir ist alles durchdacht. Ich fahre die Kinder in die Schule. Du fährst uns in die Schule? Du hast ein Auto. Oh, in einer Minute seid ihr da. Hoffentlich begegnet ihr nicht unterwegs noch einem Indianer. Pulle und Pummi nahmen ihre Leinentaschen. Seltsamerweise nahm auch Onkel Willi den Koffer aus der Diele mit. Er war noch schneller als die beiden Mädchen. Pulle und Pummi sahen ihn auf dem Treppenabsatz wieder, und da stolperte er gerade. Dabei fiel ihm der Koffer aus der Hand, ging auf, und heraus flogen ihm die 20 Zwerge aus Gummi, so groß, dass sie Pulle fast bis an die Knie gingen. Du liebe Zeit! Jemand hat meinen Koffer verzaubert. Warte, wir helfen dir. Ja, wir heben die Zwerge auf. So eine Bescherung. Ein Skandal ist es. Ein Aufruhr. Ach, guck mal, der ist süß. Pfui, ein Pfeifen. Sieh mal, was der macht. Der stützt seinen Kopf. Hinein mit ihm, rein in den Koffer mit der ganzen Bande. Na komm, komm, beeilt euch. Ja. Was soll die Schule ohne euch machen? Die Lehrer werden ja arbeitslos. Das ist der Letzte. Alle 20 sind wieder im Koffer. Ich habe sie gezählt. Wenn nur alles wieder zurückgezaubert wird, in meinen Anzug und meine Seife, sonst kann ich mich nicht waschen und mich nicht umziehen. Ich leih dir meine Seife, auch den Waschlappen. Ach, das ist lieb. Aber dann musst du mir auch dein Kleid pumpen. Steigt ein, schnell. Ihr könnt euch ruhig auf den Sitz stellen oder oben herausgucken, aber haltet euch gut fest. Immer treu und brav ist, dann darf man auch mal was tun. Man muss es sogar, sonst wird man stumpf und dumpf und weiß nachher gar nicht, wie schön die Welt ist. Du bist weiter! Nicht doch, ich fahre nur hinten herum. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, die wollen wir außen wissen. Ich finde die Schule schon. Bei Schulen gehe ich immer nach dem Büro. Schulen kann man gar nicht verpassen. Die riechen nach Kinderschweiß, Bücher, Staubkreide und Frühstücksbrot. Diese Villa hat immer Käse drauf. Da kann man gar nicht neben sitzen. Warum denn nicht? Ganze Völkerstämme leben nur von Käse. Achtung! Festhalten! Ah. Wir sind am Ziel. Alles aussteigen. So schnell sind wir noch nie in die Schule gekommen. Du wärst prima, Onkel Willi. Macht's gut. Wiedersehen. Tschüss. Denk dran, für jede 6 zahle ich 1 Mark. Sonst gingen Pulle und Pummi sich auf dem Schulhof immer aus dem Weg, weil es für Pulle zu albern war, noch eine jüngere Schwester zu haben. Ein älterer Bruder, das wäre was anderes gewesen. Heute, nach der Ankunft von Onkel Willi, suchten sie sich gleich. Es gab etwas Wichtiges zu besprechen, das keinen Aufschub duldete. Du, Pulle, ja? Glaubst du, dass Onkel Willi den Koffer verzaubert hat? Dass man nie ein Zauber von Schwingung gedient? Der Koffer ist ihm aufgegangen und die Zwerge sind die Treppe runtergefallen. Sonst war nichts. Aber woher war das Einzige drin? Mensch, bist du dusselig. Das
gibt doch keine Zauberer. Hau ab, Käse-Sibylle. Käse-Sibylle. Ja, wenn ich mich kaufe, frag doch mal Rotzoll. Was ist denn los? Was habt ihr? Nun mal raus mit der Sprache. Oh, Pummis Onkel ist Zauberer. Wer ist denn Pummi? Pulles Schwester. Und wer ist Pulle? Meine Schwester. Ich glaub ja nicht, ihr könnt mich veräppeln. Was sind denn das für Namen? Ich hab meinen Vater erfunden. Dein Vater? Und du heißt Pulle und ja, deine Schwester Pummi? Das finde ich aber merkwürdig. Du hast doch Annemarie und deine Schwester Martina. Pulle? Na, da würde ich mich aber wehren. Ein schrecklicher Name. Unser Onkel ist Zauberer. Das ist ja nicht wahr. Die lügt. Annemarie, auf der Stelle sagst du mir, worum es hier geht. Einer muss ja vernünftig Auskunft geben können. Mein Onkel ist kein Zauberer. Aber sein Kopf ist verzaubert worden. Da waren Anzüge und nachher war nichts fertig. Was redest du da? Aus den Anzügen sind Zweige geworden. Ausgeschlossen, das gibt es nicht. Ihr seid doch vernünftige Mädchen, die lesen und schreiben können. So was habe ich von euch nicht erwartet. Aber ich habe die Zweige gesehen. Auch nur die Anzüge? Man muss ja Anzüge haben. Alle Männer haben Anzüge. Sonst kann man sie gar nicht erkennen. Die Pausen sind dazu da, dass ihr eure Brote esst und die Köpfe ein bisschen auslüftet. Nicht, dass ihr sie mit noch mehr Unsinn füllt. Das ist kein Unsinn, das ist eine Gemeinheit, wenn man Onkel Willis Koffer verzaubert hat. Zauberer, meine Zeit, Kinder. Zauberer kommen in Märchen vor. Dann gibt es allerdings noch Zauberkünstler, die im Zirkus auftreten. Sie schütten Wasser in einen Zylinder und nachher kommt ein Kaninchen heraus. Tauben. Kaninchen oder Tauben, das bleibt sich gleich. Im Grunde genommen ist das nichts als Betrug. Kein Beruf für ernsthafte Leute. Fräulein Rotzoll konnte sagen, was sie wollte. Pummi konnte sie doch nicht überzeugen. Für sie gab es Zauberer. So lange, bis ihr jemand erklärte, wieso aus Onkel Willis Anzügen Zwerge geworden waren. Sie sollte es bald erfahren, noch am gleichen Nachmittag. Es begann damit, dass die Mutter gleich nach dem Mittagessen sagte, wenn ihr flink eure Schularbeiten macht, dann gehen wir nachher zu Onkel Willi. Und Onkel Willi nicht mehr bei uns? Wo soll er denn sonst wohnen? Jetzt macht eure Schularbeiten los. Aber flink heißt nicht unordentlich, hm? Aber Pummi, gut, dass Vater das nicht sieht. 18 plus 8, 10. Ach und hier, 11 minus 1 ist 12. Aber Kind, das gibt doch eine 6. Oh, prima! Dann kriegt sie eine Maid von Onkel Willi. Ist das wahr? Oh, ich hab's ja geahnt. Onkel Willi bringt alles durcheinander. Mutti, kennst du einen Dichter, Rainer Maria Rilke? Von dem haben wir heute ein Gedicht gelernt. Ach, Kinder, denk doch, dass ich bald 40 werde. Pummi, du machst mir Sorgen. Solche Fehler hat Annemarie nie gemacht. Ich brauche eine neue Patrone, mein Füller schreibt nicht mehr. Dann rechne erst mit Bleistift, aber verwechsel nicht wieder Plus und Minus. Du hast auch nur einen Schuh geputzt, obwohl ich zwei habe. Dafür muss ich dir eine 5 geben. Was machst du denn da? Ich trage die 5 ein. Das ist unser Elternbuch. Da drin stehen eure Zensuren. Unsere Zensuren? Zeig mal her. V heißt Vater und M Mutter. Da stehen ja fast alles 5. Und eine 1. Für Papa. Wann hat denn Vater die 1 bekommen? Hm? Wenn er uns 50 Pfennig schenkt, dann kriegt er eine 1. Auch bei mir steht sogar eine 6. Dafür kannst du dir bei Onkel Willi eine Mark holen. Sag mir lieber, wofür ich sie bekommen habe. Da hast du mir verboten, Kekse zu essen, dabei hatte ich erst 9 gegessen. Aber Dickerchen, dann müsstest du für deine Rechenaufgaben eine 10 kriegen. 10 gibt es nicht. Wann gehen wir denn endlich? Ja, es wird Zeit, wenn wir rechtzeitig zum Abendessen zurück sein wollen. Ich bin fertig mit Schularbeiten. Ich auch. Ist das auch wahr? Für morgen haben wir alle Schularbeiten gemacht. Und die anderen Fächer haben wir erst übermorgen. Aber wie steht's mit Heimatkunde? Für diese Frage bekommst du eine 6. Warum? Heimatkunde haben wir erst übermorgen. Eine Mutter muss den Stundenplan kennen, sonst weiß sie gar nicht, an welchem Tag sie das Turnzeug rauslegen muss. Also gut, packt ein, wir gehen. Sie fuhren 4 Stationen mit dem Autobus. Ecke Wandrapstraße stiegen sie aus. Sie gingen die Straße runter und kamen an einen Platz, den Pulle und Pummi noch nicht gesehen hatten. Auf dem Platz war ein großer Markt. Die Mutter ging um alle Buden herum durch einen schmalen Gang zwischen 2 Karren, neben denen Eimer mit Obstabfällen standen, und stellte sich dann hinter eine Menge Leute, die eng zusammenstanden. Pummi hielt das nicht lange aus. Sie machte sich los und quetschte sich durch die Menschen, die nur ungern auseinandergingen. Sie stieß sich den Kopf an Einkaufstaschen und hatte zu tun, einen neuen Weg zu suchen, wenn sie an einer Stelle nicht weiterkam. Endlich stand sie ganz vorne und sah Onkel Willi hinter einem langen Tisch, auf dem eine Menge Zwerge standen, einer neben dem anderen, genau solche, wie auf der Treppe gelegen hatten. Onkel Willi rief mit lauter Stimme, Leute, kauft Zwerge! Eine einmalige Neuheit für Garten, Haus und die großen Palmenkübel, die von der Silberhochzeit übrig geblieben sind. Hier wird die tote Blumenwelt belebt.
Ihre Pflanzen stehen nicht mehr sinnlos herum. Durch meine Zwerge werden Sie lebendig. Ja, lachen Sie, gute Frau, lachen Sie ruhig. Und die dummen Kinder sollen grinsen. Dumm sein ist doch keine Schande, das stimmt. Weil es immer noch geändert werden kann, darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Viel schlimmer sind die Superklugen. Und für die vielen davon, die hier herumstehen, sage ich noch einmal, meine Zwerge bringen Licht in die Welt, in den Garten, in den Wintergarten, ja, auch ins Blumenfeld. Also raus mit den Portemonnaies, raus mit den Klunkern, Fleppen, Enten, Eiern und Steinen, raus mit dem Pulver, solange der Vorrat noch reicht. Mal was Freundliches gekauft, mal was fürs Herz, was Liebes, was Unnützes, was Sinnloses. Hab ich Sinnloses gesagt, ich muss mich verbessern, um Gottes Willen, Leute, nein, 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 nein. Zwerge sind etwas Sinnvolles. Sehen sich diese Kinderaugen an. Weit aufgerissen, können sich nicht mehr trennen von dem Anblick meiner Zwerge. Hier, mein Kind, hast du eine Geschenke. Danke. Da sehen Sie es, liebe Leute. Drücken kann man sie auch, meine Zwerge. Und nun komme ich zu den Farben. Sie sind unverwüstlich, wie der ganze Zwerg. Echte Kunstharzfarben, Farben, die nie kaputt gehen. Wenn Sie damit Ihre Küche gestrichen hätten, brauchten Sie nie wieder streichen zu lassen. Nie wieder! Sprechen können die nicht? Natürlich können die Zwerge sprechen. Sie können auch essen. Haben Sie denn nie Schneewittchen gelesen? Das liegt an Ihnen. Wenn Sie nett zu den Zwergen sind und sich lange genug mit ihnen beschäftigen, dann ist das kein Problem. Oder können Sie sich mit Ihrem Hündchen nicht unterhalten? Die Dame nickt. Also heraus mit der Sprache. Sprechen Sie mit Ihrem Hund oder nicht? Ja, ich spreche mit ihm. Da hören Sie. Ganz allmählich fangen Zwerge an zu sprechen, zu reden. Ja, bei ganz guter Behandlung singen sie sogar. Natürlich nicht wie Kalle, das wollen sie auch gar nicht. Das ist viel zu laut, viel zu hoch, viel zu teuer. Nein, einfache Liedchen. Ja, wenn man sie über ein Plattenspieler stülpt, was? Sie wollen mich ärgern. Aber ich lasse mich nicht ärgern. Davor schützen mich meine Zwerge. Die Sache ist nichts für kleingläubige Leute. Im Übrigen will ich sagen, wer fünf macht, meine so reine Herzensfreude nicht hat, den kann man nicht als Menschen bezeichnen. Kauft Zwerge, Leute! Tut was für eure Kinder, eure Familie und für euer eigenes Gemüt. Für die Seele sollte einem nichts zu teuer sein. Pummi, lass mich mal anfassen. Hände weg, das ist mein Zwerg. Hab dich nicht so. Ich will ihn ja nur mal anfassen. Du möchtest auch einen haben, ich war mein Kind. Ich sehe es dir an. Ah, da hast du einen. Mit einer grünen Schürze, das ist ein Gärtner. Das sind besonders friedliche Leute. Ich hab auch einen. Na und? So, Leute! Ihr wollt also nicht kaufen. Soll ich denn alle verschenken? Wollt ihr mich auf meinen Zwergen sitzen lassen? Also, wenn ihr nicht kauft, dann mache ich jetzt Schluss. Dann ist es aus. Fini. Falls ihr das besser versteht, dann packe ich ein. Fünfmal soll das heißen, dass Sie einen Zwerg kaufen wollen, ja? Wählen, ein Zwerg. Ein einziger Zwerg soll hier leben. Leute, der kriegt ja Heimweh. Das dürft ihr mir nicht antun und ihn auch nicht. Sie können keine Zwerge leiden. Quatsch. Sonst würden Sie doch welche kaufen. Die haben kein Geld. Gut, wenn ihr nicht kauft, werfe ich sie weg. Geben Sie mir einen. Ich wusste es ja, Sie haben genug. Bitte sehr. Sie sind eine vernünftige Frau. Der Zwerg ist eine gute Gesellschaft für Ihren Hund. Leute, habt ihr die kleinen Herren mal angepasst? Ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Geben Sie mir einen. Mir auch. Na also, endlich kommt das Geschäft in Gang. Ich fürchte, jetzt muss ich Überstunden machen. Aber was tut man nicht alles für gute Leute? Der Zwerg rührt an das Edle im Menschen. Der Zwerg ist unser bester Freund. Warten Sie, ich will Ihnen das nochmal erklären. Danke, Herr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem Zwerg. Also, passt mal auf, Leute. Alle bösen Tiere haben lange Beine. Spinnen, Skorpione, Läuse, Stechfliegen und so weiter. Deshalb muss man sich das Böse auch langbeinig vorstellen. Und nun sehen Sie sich die Zwerge an. Warum sind sie so klein? Warum haben sie kurze Beine, gemütliche Stempel, mit denen sie hübsch fest in der Erde bleiben? Jetzt wissen Sie es. Das Gemütliche ist im Zwerg verkörpert. Deshalb kauft Zwerge, Leute. Die letzte Gelegenheit für 5 Mark gute Menschen zu werden. Willi, was redest du für Unsinn? Nur Unsinn, Leute. Dieses geschmacklose Zeug. Der Unsinn ist das schöne Schwesterchen. Das muss man wissen. Ich muss mit den Kindern nach Hause, Willi. Arthur kommt zum Essen. Kommst du auch? Ich bin pünktlich da. So, Pulli, Pummi, komm. Müssen wir schon nach Hause? Ja, es wird Zeit. Onkel Willi ist prima, nicht wahr, Mutti? Ja, ich verstehe euch. Er denkt wie ein Kind. Als sie nach Hause kamen, war der Vater noch nicht da.
Pullo und Pummi konnten mit ihren Zwergen bis zum Abendessen im Häuschen sitzen, in ihrem selbstgebauten Häuschen auf dem Hof. Weißt du nun, dass der Koffer nicht verzaubert war? Onkel Willi verkauft Zwerge. Er hat uns belogen. Ich hab dir's ja gesagt. Onkel Willi ist auch nur ein Erwachsener. Ich will auch erwachsen sein. Erwachsene dürfen alles. Sogar abends so lange aufbleiben, wie sie wollen. Zwerge sind mir lieber. Mir auch. Wir müssten 7 haben. 7? Ach, du bist doof. Bist selber doof. Warum gerade 7? Na, wegen Schneewittchen. Wir haben doch kein Schneewittchen. Oder willst du im Sarg liegen? Da hätte ich Angst. Der war doch aus Glas. Den kann man eintreten wie eine Fensterscheibe. Scheiben wollt ihr eintreten? Da werde ich euch aber was anderes erzählen. Nicht doch, Herr Franer. Wie können Sie so etwas von uns denken? Sie hören wohl schlecht. Sie sollten sich mal die Ohren waschen. Was ich gehört habe, habe ich gehört. Ihr wollt eine Fensterscheibe eintreten. Keine Fensterscheibe. Nur im Sarg. Wo? Im Sarg? Ihr seid wohl nicht ganz richtig im Kopf. Bestimmt habt ihr zu wenig Schularbeiten auf. Die sind schon fertig. Scheinbeintreten ist nicht. Merkt euch das. Wehe, wenn ich euch dabei erwische. Das war doch nur der Sarg von Schneewittchen. Sie müssen das Märchen doch auch kennen. Alle Erwachsenen kennen es. Sogar Onkel Willi. So ist das. Ihr erzählt euch Märchen. So, dann macht nur weiter. Märchen sind immer gut. Du, Pulle? Ja? Onkel Willi war heute Nachmittag nicht lieb. Stimmt. Er tat so, als ob er uns nie gesehen hätte. Warum hat er das gemacht? Weiß ich nicht. Der ist eben erwachsen. Aber ich werde mir was ausdenken. Was willst du dir denn ausdenken? Das muss ich mir noch überlegen. Bind ihn am Stuhl fest. Quatsch. Dann tu ihm Seifenflocken unter die Bratkartoffeln. Nein, das geht bei Onkel Willi nicht. Warum nicht? Der isst die Seifenflocken und tut so, als merkte er nicht. Seife kann man nicht essen. Onkel Willi doch, der macht das. Ich will mitmachen. Du bist zu klein. Denk mir allein was aus. Er hat mir einen fieseren Zwerg gegeben. Das ist nicht wahr. Meiner ist kein Gärtner. Annemarie, Martina, draufkommen, essen. Der Vater war schon da. Auch das Essen war fertig. Trotzdem mussten alle noch warten, weil Onkel Willi noch fehlte. Er war wie immer unpünktlich. Pulle und Pummi atmeten auf, als es endlich klingelte. Jubelnd rannten sie durch den Korridor und rissen die Wohnungstür auf. Es war tatsächlich Onkel Willi, der geklingelt hatte. Neben ihm stand eine junge Frau. Onkel Willi! So, da bin ich wieder. Ich habe noch eine liebe Kollegin mitgebracht. Sie brennt darauf, euch kennenzulernen. Ihr seid bestimmt Pulle und Pummi. Ich wollte euch unbedingt kennenlernen. Dieses Paket ist für euch. Ah, danke. Ihr müsst es vorsichtig aufmachen. Oh. Willi, wann bringst du auch noch jemanden mit? Ich bin doch gar nicht darauf vorbereitet. Das ist Lydia Eppelbach. Sie ist nicht mehr als ein Spatz. Zu Hause hat sie auch noch so ein paar Piepvögelchen wie Pulle und Pummi. Diese Täubchen fressen auch nur ein paar Körnchen. Nur rein in die gute Stube. Hier gibt es genug blinde Körner, die von Hühnern gefunden werden wollen. Nun mal keine Aufregung, Arthur. Was kann uns schon geschehen, die wir auf allen Meeren zu Hause sind? Willst du mir die Dame nicht vorstellen? Lydia Eppelbach. Das ist mein Schwager Arthur, ein schwieriger Mensch. Ja, Donnerwetter. Ja, und das ist meine Schwester Maria, Mia genannt. Sie kocht gut und warm und so viel, dass auch ich satt werde. Nehmen Sie es meinem Bruder nicht übel. Schon als Junge hat er so viel geredet, dass mein Vater ihm Leukoplast auf den Mund kleben wollte. Oh, Willi, Mutti, komm, da sind wir. Alles Schokolade. Das ganze Paket voll. 50 Tafeln, mindestens. Wir sind noch beim Zählen. Ich mache meinem Zwerg ein Haufen Schokolade. Die ist zum Essen da. Aber doch nicht alle auf einmal. Warum nicht? Die Kinder sterben ja, wenn sie so viel Schokolade essen. Och, von Schokolade stirbt kein Kind. Wenn ich abends im Bett liege, eine Illustrierte oder ein Buch lese, dann esse ich heute noch meine 2 Tafeln. Ich habe das Lesen im Bett verboten. Sehr bedauerlich. Übrigens, ich verkaufe die Schokolade auf dem Markt. Kommt endlich essen. Ich habe die Suppe extra für dich gekocht, Willi, und nun wird sie kalt. Welche Ehre. Heute gibt es sogar Papierservietten. Fang auf, Pummi, hopp. Nicht nur, dass wir die Suppe kalt essen müssen. Nun wird sie auch noch über den Tisch gespritzt. Pummi, man wirft keine Servietten durch die Luft. Du hättest mich zur Ordnung rufen müssen, Arthur. Ich habe es dir vorgemacht. Na, Willi. Hör sofort damit auf! Zum Befehl, Herr General! Oh.
liebe Schwester, die Suppe schmeckt ganz vorzüglich. Danke, Willi. Darf ich auch zu essen? Gut. Ich beuge mich der Mehrheit. Essen wir alle so. Der Vater zeigte, dass er noch besser schlürfen konnte als Onkel Willi. Das hatten Pulle und Pummi ihm nicht zugetraut. Auch die Lydia Eppelbach konnte es. Pummi verzichtete ganz auf ihren Löffel und ging gleich mit der Zunge in die Tasse. Die Jüngsten sind immer die Besten. Die Mutter wusste nicht, was sie tun sollte. Sie ging in die Küche und holte eine Schüssel herein, auf der drei Hühnchen lagen. Alle aßen andächtig. Keiner achtete auf die Kinder. Pummi rutschte ganz langsam vom Stuhl auf den Boden. Sie saß unter dem Tisch und sah die Welt von unten. Unter dem Schuh von Lydia Eppelbach hing ein Blatt. Onkel Willi hatte die Beine um die Stuhlbeine geschlungen. Seine Serviette lag vor ihm auf der Erde. Auch Mutters Schuhe waren nicht ganz sauber. Plötzlich kam Pummi eine Idee. Sie band Onkel Willis Beine mit dem Gürtel ihres Kleides am Stuhl fest, ohne dass er etwas merkte. Er merkte es erst, als er aufstehen wollte. Au, was ist das? Gefesselt! Gefesselt am Markt der Fall! Lass dich doch von deinen Zwergen helfen! Mach mich los! Schnell! So kann man einen Onkel anbinden. Als Kinder haben wir Pferde ausgespannt und sie in anderen Straßen angebunden. Also heute gibt es ja keine Pferde. Doch, du bist mein Pferd! Und ich bin da bereit, da runter mit dir! Ja, ja, ich bin dein Pferd. Ich laufe auf allen Vieren. So, ja. Jetzt läuft das Pferd den Reiter ab. Also genug getobt, die Kinder kommen jetzt ins Bett. Das ist gemein, typisch Erwachsene. Erst du sie und dann? Ich hab jetzt ja gesagt, Erwachsene sind gemein. Komm, Arthur, wir gehen noch ein Bier trinken. Ich muss zwischen die Kinder ins Bett. Nicht doch, Schwesterchen. Hm? Wir gehen alle. Und Pull und Pummi nehmen wir mit. Ach so. Hast du das gehört? Ist Schluss jetzt. Die Kinder gehen mit und trinken eine Limonade. Oh, wir gehen ins Gästehaus. Ja. Wir gehen auch. Wir gehen ein Gästehaus. Im Gasthaus war alles neu für Pullo und Pummi. Die Musik war laut, das Bett fern und Onkel Willi hatte die Führung. Pummi war nicht so begeistert von der Musik wie Pulle. Sie ging und sah sich die Theke an, hinter der Wirt das Bier zapfte. Na, kleines Fräulein, was soll's denn sein? Was machst du da? Ich spül Gläser. Willst du mal probieren? Gern. Na dann, ran an die Arbeit. Wir hatten immer Zeit zu arbeiten. Da steht einer. Nein, nichts, was in der Nase kribbelt. Ja, aber bist du auch in der Welt, ne? Hab ich keine Lust. Vielleicht will ich keine Hunger. Nee, ich hab keinen Hunger. Ich bin langweilig. Was soll ich denn tun? Ja, ja. Ja, such sie wieder. Was soll ich tun? Die Bierdeckel in die Luft geworfen. Na ja, voll. Unverschämtheit! Mein Herr, das geht nicht. Sie können hier nicht mit Bierdeckeln um sich werfen. Dann müssen Sie eine Schiffschaukel für die Kinder anschaffen. Oder einen Elefanten zum Reiten. Kinder gehören nicht in die Kneipe, wo man in Ruhe sitzen will. Stimmt! Herr Wirt, halten Sie uns die Girlen vom Hals! Hören Sie mal, da ist schon da. So regen Sie sich nicht auf. Ich kann Sie denn nicht. Ich werde eine Geschichte. Meine Zeitung also gut dagegen. Du bist doch nie in Texas gewesen. Ich kann dir noch die Namen zeigen, Schwesterchen. Von den Stacheln der Kakteen. Ich hatte einen Esel bei mir, der so von Dornen durchstochen war, dass er beim Schwitzen den Schweiß durch sein Sieb in lauter kleinen Strahlen abgab. Eine merkwürdige Sache, so ein Sprudelesel. Die Mutter, der Vater und Lydia Eppelbach hörten nur Onkel Willis Geschichte. Sie wussten nicht mehr, dass noch Kinder am Tisch saßen. Pulle und Pummi waren längst aufgestanden und nach draußen gegangen. Sie waren enttäuscht. Das Gasthaus war längst nicht so sehenswert, wie sie immer gedacht hatten. Pulle ergriff Pummis Hand und dann gingen sie die Straße entlang bis zu dem Haus, in dem sie wohnten. Dann wussten sie plötzlich nicht weiter. Was machen wir jetzt? Lass uns zurückgehen. Nee. In die Kneipe kriegen mich keine 10 Pferde mehr. Ich hab Angst. Quatsch. Wo sollen wir jetzt hin?
Wir setzen uns in unser Haus. Jetzt? Was sind wir für uns? Es ist doch dunkel. Gerade deswegen. Mutter findet uns dann nicht. Das soll sie doch auch nicht. Vater war noch nie in dem Häuschen, wenn er uns nun auch nicht findet. Will er uns denn finden? Ich hab Hunger. Komm endlich. Erwachsenen kennen, werden sie noch lange im Gasthaus bleiben. Bist du sicher? Klar, Erwachsene machen das immer. Dann können wir noch lange hier warten. Ja, vielleicht bis morgen früh. Ja. Ulle? Ja? Erzähl mir eine Geschichte. Was für eine? Von Hänsel und Gretel? Nein, die ist so traurig. Erzähl mir selber eine. Also gut. Es war einmal ein Junge, der hieß Fröschle. Er hörte im Traum eine Hufe. Pummi hörte nichts mehr. Sie war eingeschlafen. Auch Pulle konnte sich nicht länger wach halten. Beide schliefen fest. Es war schon spät, als die beiden Mädchen am anderen Morgen in ihrem Bett wach wurden. Pulle sah sich um. Sie musste einen Augenblick überlegen, wo sie war. Auch Pummi war verwirrt. Auf den Stühlen lagen die Kleider, ordentlich gefaltet. In der Mitte des Tisches stand der Karton mit der Schokolade. Auf der Erde vor den Betten streckten sich die Zwerge aus. Pulle und Pummi wunderten sich. Nanu! Wo sind wir hier? Wir waren doch im Häuschen. Und jetzt sind wir in unserem Zimmer. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Das kommt nicht wieder vor, dass ihr so spät ins Bett kommt. Was habt ihr noch gemacht gestern? Euch gesucht. Ihr hättet doch etwas sagen können. Ich dachte, ihr wärt gern lange aufgeblieben. Ach, Onkel Willi hat so alle Sachen erzählt. Ohne Onkel Willi hätte ich euch nie gefunden. Er wusste, dass ihr in eurem Häuschen sitzt. Vater und er haben euch dann raufgebracht und ausgezogen. Ach, mir war ganz schlecht vor Aufregung. Aber ihr seid nicht wach geworden. Tja, der Onkel Willi. Er meinte, ein Kind, das nicht mal verschwunden ist, das vergisst man. Er ist mal in einen Güterzug geklettert, der dann abgefahren ist. Die Schule! Heute braucht ihr nicht in die Schule. Ich schreibe euch eine Entschuldigung. Ausgerechnet heute, wo ich meinen Aufsatz extra gut gemacht habe. Dann brauchen wir auch keine Schularbeiten zu machen. Nein. Wo ist denn Onkel Willi? Er ist schon wieder abgereist. Oh, warum denn? Er wollte uns doch noch spazieren fahren. Er schreibt euch morgen eine Karte. Eine Karte? Die kann ich ja doch nicht lesen. Wer schreibt zu euch? Mutti, du darfst aber heute auch den ganzen Tag nicht fortgehen. Dann gehe ich auch nicht weg. Doch, Dickchen. Du musst den Mülleimer runterbringen. Immer dasselbe. Ich muss auch jeden Tag kochen. Ich gehe nur, wenn es Nudeln mit Tomatensauce gibt. Einverstanden. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Und nur mit Badezimmer mit euch. Ach, jetzt geht das schon los. Du verdirbst die Kinder. Du hast dich überhaupt nicht geändert. Als Junge hast du uns schon alle verrückt gemacht. Wer will auf mir reiten? Ich, Henrich! Pummi war schneller, also rauf auf meinen Rücken. Oh. Ja! Na du Unruhestifter, Arthur Altershaus. Immer noch ein Feind von Spaß und Tollerei, was? Ich habe ernste Arbeit, da vergeht einem das Lachen, Willi. Man kann höchstens sehen, wie andere fröhlich sind. Aber auch nicht so gern, was? Das verstehe ich nicht. Nein. Wenn ich demnächst zum Präsidenten gewählt werde, dann ist meine erste Anordnung, dass das Guten Tag wegfällt und jeder, der ein Amtszimmer betritt, muss
sagen. Ja, und die Beamten müssen antworten. Kinder ab, Zähne putzen. Oh, jetzt gerade, wo es so lustig wird. Euer Vater hat recht. Jetzt werden erstmal die Zähne geputzt. Mit Wasser und Schmierseife. Und wenn ich mich gestärkt und gesäubert habe, müsst ihr schon fertig sein, damit wir noch gemütlich Kaffee trinken können, ehe die Schule anfängt. Diesmal ging die Morgensäuberung merkwürdig fix. Und alle, auch der Vater, saßen schon am Tisch, als Mutter die Kanne mit Kaffee brachte und die zwei großen Becher Milch. Am Kopfende präsidierte Onkel Willi. Na, dann wollen wir mal reinhauen. Dass du noch Appetit hast, Willi, du müsstest doch satt sein. Aber Arthur, nun kommen 10 Brötchen, 4 Schnitten Schwarzbrot, 2 Eier und ein halbes Pfund Blutwurst. Mhm. Den Abschluss bildet dann der Kuchen. Du hast doch einen gebacken, nicht wahr, Schwesterchen? Och, das habe ich ganz vergessen. Aber morgen bekommst du einen. Gut, begnügen wir uns heute mit dem Brötchen. Hoppla! Ist das Messer nicht scharf genug? Na, ich glaube, das ist die Klinge, auf der mein Freund Mephistophilaschikosch nach Leipzig geritten ist. Wie heißt der? Was, den kennst du nicht? Den berühmten Mephistophilaschikosch? Nikolaus! So einen einfachen Namen hast du nicht behalten. Mephistophilaschikosch, wenn du das Thema sagst, dann kannst du ihn. Mach die Kinder nicht verrückt. Erzähl dir lieber, warum du uns hier 8 Tage lang warten lassen. Das ist ein Abenteuer. Ein Abenteuer? Was ist ein Abenteuer? Na, erzähl schon, mach's nicht so spannend, Willi. Also, das war so. Gerade als ich abfahren wollte, ich hatte den Hut schon in der Hand, kam Kim Beto. Und Kim Beto ist einer meiner Indianerfreunde. Er brachte mir die Urkunde, durch die ich mit der Würde eines Häuptlings des Kippelstiftstammes bedacht wurde. Ich kann euch sagen, diese Urkunde ist ein Stück Leder, fast so groß wie eine ganze Kuh. In Rot und Blau oben am Rand, Gelb und 2 Griffe dran, mit denen man es auseinanderzieht. Und das geht schwer. Das Auseinanderziehen ist anstrengend, da das Leder sehr hart ist. Ja, niemand kann Häuptling werden, der das nicht auseinanderziehen kann. Allein habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich gemeinsam mit Kim Beto einen halben Tag daran gearbeitet. Aber jedes Mal, wenn wir es lesen wollten und die Köpfe darüber beugten, schnurrt es wieder zusammen. Ich habe meine Frau gebeten, mitzuhelfen, aber es klappte auch nicht. Ja, ihr kennt ja Tante Elisabeth, die nie Schwarzbrot isst. Die hat natürlich auch keine Muskeln. Wir kamen schließlich auf einen todsicheren Gedanken, nämlich das Ding auf dem Boden zu nageln. Das, das kann ja niemand mit anhören. Die Schule fängt gleich an. Willi, du kannst einen wirklich ganz durcheinander bringen. Ihr wollt das Abenteuer hier hören. Aber keine Angst, bei mir ist alles durchdacht. Ich fahre die Kinder in die Schule. Du fährst uns in die Schule? Du hast ein Auto! In einer Minute seid ihr da. Hoffentlich begegnet ihr nicht unterwegs noch einem Indianer. Pulle und Pummi nahmen ihre Leinentaschen. Seltsamerweise nahm auch Onkel Willi den Koffer aus der Diele mit. Er war noch schneller als die beiden Mädchen. Pulle und Pummi sahen ihn auf dem Treppenabsatz wieder, und da stolperte er gerade. Dabei fiel ihm der Koffer aus der Hand. Je kleiner das Ohr ist, von dem der hören soll, desto lauter muss man schreien, denken die Erwachsenen. Übrigens, Fräulein Rotzoll wusste tatsächlich nicht, was die Zahl bedeutete. Pummi hatte nichts anderes erwartet. Sie hielt sowieso nicht viel von der Schule, in der ein Fräulein Rotzoll Lehrerin war. Am nächsten Tag, nach der Schule, beim Mittagessen, berichtete Pummi stolz. Die Rotzoll wusste nicht, was die Zahl bedeutet, Papa. Fräulein Rotzoll, meinst du? Außerdem spricht man nicht mit vollem Mund. Also schön, Fräulein Rotzoll. Aber gewusst hat sie es trotzdem nicht. Ja, was hat sie nicht gewusst? Was die Zahl bedeutet. Was für eine Zahl? Aber Papa, du ein kurzes Gedächtnis. Die Zahl, die ich gestern aufgeschrieben habe, hier ist sie. Zeig her. Das bedeutet gar nichts. Ich lasse mich nicht veräppeln. Das sind einfach aneinander geschmierte Zahlen. Ihr habt kein Glück. Nicht immer könnt ihr euch über mich amüsieren. Gestern wusstest du es. Haben wir gestern schon von dieser dummen Zahl gesprochen? Dann wird es höchste Zeit, dass wir damit aufhören. Du, Papa? Ja? Ich glaube, ich gehe nicht mehr in die Schule. Nicht mehr in die Schule? Jedenfalls nicht mehr in die Schule, in der Fräulein Rotzoll Lehrerin ist. Wieso? Und was hast du gegen Fräulein Rotzoll? Gestern
hat sie gesagt, 2 und 2 ist 4 und heute sagt sie 3 und 1 ist 4. Ich bin natürlich froh, dass du so klug bist, Toni. Aber manchmal sind Kinder so klug, dass die Erwachsenen nicht mitkommen. Aber Pulle! Du bist fast 2 Jahre älter als Toni. Du solltest auch für 2 Jahre vernünftiger sein. Arthur, kann ich dir noch ein bisschen einschalten? Dankeschön. Ihr denkt, weil ich beim 66 verliere, wäre ich vielleicht so dumm wie die Fische im Aquarium. Das Aquarium muss übrigens gereinigt werden. Ich will das nicht noch einmal sagen. Ja, Papa. Und nun wieder zu dir, Pummi. Es gibt mehr Erwachsene als Kinder. Deshalb müsst ihr euch auch nach den Erwachsenen richten. Was sollen wir armen großen Leute sonst machen? Die Türen sind nicht umsonst zu hoch, damit auch Erwachsene durchgehen können. Habe ich recht? Ja, Papa. Aber das Kind ist der König. Das ist auch wieder so eine von Onkel Willis Ideen. Er spukt euch schon im Kopf herum. Wenn er erst da ist, haben Mutti und ich wieder nichts zu sagen. Ja, ja. Bei solchen Gelegenheiten ist es gut, ein eigenes Häuschen zu haben, in das man sich zurückziehen kann. Zum Glück hatten Pulle und Pummi eins. Es bestand nur aus ein paar Stöcken und der alten Zeltplane von Vaters Campingzelt, das im Sturm zerrissen war. Aber man konnte darunter sitzen. Es war sogar regendicht, denn Herr Frahner, der Hausmeister, hatte eine Regenrinne rundherum gemacht. Er hatte ihnen auch eine Apfelsinenkiste gebracht, auf der man gut sitzen konnte. Es war schön, allein zu wohnen, wenigstens in den Stunden, in denen es nicht Nacht war, in denen es nichts zu essen gab und keine Schularbeiten zu machen waren. Diese Zeiten, die Nacht, die Essenszeit und die Zeit der Schularbeiten, mussten die beiden wohl oder übel mit dem anderen Teil der Familie verbringen. Sie saßen in ihrer Hütte im Hof, inmitten des riesigen Häuserblocks und dachten sich Strafen für die Eltern aus, die ihnen da nicht einfielen. Mit ihrem Zauberstab wollte Pummi den Vater schon einmal in Honig verwandeln, ihn aufs Brot schmieren und dann essen. Aber nicht nur der Vater, auch die Mutter gab Anlass zur Klage. Mutti wollte heute Klöße kochen und dann gab es Bratkartoffeln. Das hat sie nur gemacht, weil Onkel Willi kommt. Stimmt, Mutti hat noch so viel vorzubereiten, aber Bratkartoffeln kochen schneller als Klöße. Ob Papa wirklich nicht mehr gewusst hat, was das für eine Zahl war? Bestimmt nicht. Aber gestern hat er es doch gewusst. Auf Eltern ist kein Verlass. Ja, das weiß ich schon lange. Wenn Onkel Willi kommt, wird es besser. Wer weiß. Ich freue mich auf Onkel Willi. Freu dich nicht zu früh, er ist auch nur ein Erwachsener. Es stand nun fest, dass Onkel Willi am nächsten Tag kommen würde. Die Mutter hielt es nicht für richtig, Pulle und Pummi in der Nacht vor dem Ankunftstag in einem Zimmer schlafen zu lassen. Sie war ein Feind von Pläneschmiederei. Pulle, die Ältere, musste also allein im Kinderzimmer schlafen. Pummi schrie gleich los, aber sie war schnell besänftigt, als sie in Mutters Bett einschlafen durfte und streckte wegen dieser Auszeichnung Pulle die Zunge heraus. Am nächsten Morgen war der Teufel los. Verdammt, warum hast du nur einen Schuh geputzt? Was heißt verdammt? Wer hat dich das Fluchen gelehrt? Hast du mit meinem zweiten Schuh, Mutti? Ich habe beide Schuhe geputzt, Pummi. Da kann ich reden, was ich will, Mia. Du läufst hinter den Kindern her, die sich längst die Schuhe selber putzen können. Aber dass mir mal einer die Zeitung holt, das ist unmöglich. Dafür ist keine Zeit da. Man kann doch nicht auf Strümpfen die Zeitung holen. Wenn du beide Schuhe geputzt hast, Mutti, dann verstehe ich nicht, warum der eine schmutzig ist. Dann habe ich eben den einen zweimal geputzt. Ich hatte sicher die Lesebrille auf. Ich gehe so in die Schule. Alle sollen das sehen. Ah, das ist das letzte Mal. Hast du verstanden? Verdammt. Oh, der Kaffee ist doch wieder zu heiß. Dann trink langsam. Wenn ich noch einmal höre, dass Mutti euch die Schuhe putzt, dann... Nein, ich mach das schon. Sonst ist nachher alles schwarz von Schuhcreme. Die Kinder können sich die Schuhe auf dem Balkon putzen. Na, erkälten Sie sich bloß. Kommt, setzt euch. Euer Vater will sich morgens mit euch unterhalten. Komme, bin schon da. Also, eins will ich euch noch sagen. Wenn Onkel Willi kommt, dann geht hier alles seinen gewohnten Gang. Ihr geht genauso früh ins Bett wie sonst. Ja, Papa. Hast du gehört, Pummi? Natürlich habe ich es gehört. Ich bin ja nicht faul. Es gibt auch kein Eis außer der Reihe. Nicht mehr Bonbons als Kartoffeln. Und die Schularbeiten werden sauber gemacht. Ich sehe sie mir abends an, auch wenn Mutti sie schon gesehen hat.
Nu, das ist ja ganz neu. Wovon sprichst du, Achtung? Diese Stille. Das habe ich hier noch nicht erlebt. Wofür ist man denn Kind? Wie? Wenn man nichts darf, dann braucht man auch kein Kind zu sein. Ein Kind hat zunächst mal zu warten, bis es gefragt wird. Dann frag mich doch was. Schluss mit der Fragerei. Ich muss gehen. Ja, es wird höchste Zeit für mich. Deine Brote, Arthur. Dann schon wieder Teewurst. Ach, du bist wie die Kinder. Na, tschüss. Ich hoffe, heute Abend sieht's anders aus. Niemand wusste, was der Vater damit meinte. Aber Pulle und Pummi hofften ja auch, dass es anders aussehen würde, dass Onkel Willi endlich da säße, wenn sie aus der Schule kämen. Die Schule war heute sowieso nur eine lästige Störung. Zum Glück hatten sie heute nicht lange Unterricht. Als sie nach Hause kamen, war Onkel Willi noch nicht da. Das Essen war auch noch nicht fertig. Also rannten sie wieder auf die Straße. Von Zeit zu Zeit klingelten sie, um sich nach dem Essen zu erkundigen. Endlich war es soweit. Es gab Kartoffelsuppe. Für Pummi ein Anlass, doch nicht so viel Appetit zu haben. Für Pulle war es gleichgültig, was sie aß. Die Mutter lobte sie und sagte, das Kind ist lieb. Es isst, was auf den Tisch kommt. Warum isst du nicht, Pummi? Ich habe immer Hunger. Ach, olle Kartoffelsuppe. Oll? Die Kartoffelsuppe schmeckt prima. Du hast recht, Dickerchen. Die ist mit viel Liebe gekocht. Komm, da hast du noch ein Würstchen. Oh ja. Mutti, warum sagst du immer Dickchen zu uns beiden? Weil ihr beide nicht gerade dünn seid. In der Zeitung steht, das kommt von falscher Ernährung. Da hörst du es, Mutti, du kochst falsch. Aber Kinder. Wenn du anders kochen würdest, hätten wir richtige Namen. Na, nun iss mal weiter. Annemarie. Als Annemarie, ja. Pulle aß weiter. Und auch Pummi aß ihren Teller noch leer. Dann gab es Schularbeiten zu machen. Und dann kringelten die beiden den ganzen langen Nachmittag herum, liefen mal runter, kamen wieder rauf, bis endlich. Diese Geschichte handelt von Annemarie und Martina, die Pulle und Pummi genannt wurden. Wie diese Namen entstanden sind, weiß niemand mehr genau. Alle Leute in der Straße, in der die beiden Schwestern wohnen, kennen sie nur als Pulle und Pummi, der Kaufmann an der Ecke, der Blumenhändler Lack und Herr Frahner, der Hausmeister. Auch die Eltern nennen sie nur so. Und natürlich auch Onkel Willi. Nur Fräulein Rotzoll, ihre Lehrerin, nicht. Wir wollen sie ebenfalls Pulle und Pummi nennen, denn es wäre mühsam, einen neuen Namen für so bekannte Kinder zu finden. Warum auch? Sie selbst haben die Namen überall bekannt gemacht. Es gibt kaum eine Hauswand, einen Zaun oder einen Bürgersteig, auf die sie ihre Namen nicht schon einmal mit Kreide geschrieben hätten, seit sie schreiben können. Neulich, das heißt in der Woche, in der unsere Geschichte beginnt, kam ein Telegramm. Natürlich wollten Pulle und Pummi wissen, was darin stand. Während ihr Vater das Telegramm öffnete, versuchten sie etwas vom Inhalt zu erspähen. Aber es gelang ihnen nur, einen Blick auf den unteren Rand des Formulars zu werfen. Dort standen lauter Zahlen. Pummi las sie laut vor. 727, 225, 3008, 67. Was bedeutet das? Du musst es richtig lesen. Richtig lesen? Wieso? Das sind 7 272 Millionen und 253.008.67. Wenn ihr Rechenaufgaben machen wollt, geht gefälligst in euer Zimmer. Wer macht denn Rechenaufgaben? Wir nicht. Ja, was bedeuten die Zahlen sonst? Das wollen wir ja gerade von dir erfahren, Papa. Von mir? Wieso? Sag bloß, du weißt es auch nicht. Was soll ich wissen? Was die Zahlen bedeuten. Was für Zahlen? Na, die da unten. Auf dem Telegramm. Ach, blöde Frage. Das weiß doch jeder. Wir nicht. So? Na, dann will ich's euch sagen. Das ist die Formularnummer von dem Telegramm. Und nun lasst mich in Ruhe. Ist das alles, was in dem Telegramm steht? Nein. Was steht denn noch drin? Wenn ihr mich nicht endlich in Ruhe lasst, erfahrt ihr es nie. Ach, du liebe Zeit. Jetzt kommt er auch noch. Wer kommt? Dein Bruder Willi. Ach. Er will ein paar Tage bei uns bleiben, sich ausruhen, wenn der wüsste. Oh, Willi, nicht Willi, Onkel Willi.
Richtig. Willi ist Muttis Bruder und euer Onkel. Merkt euch das endlich. Hurra, wie bekommt ihr diesen Hoch aus? Das ist toll. Was hüpft ihr denn so? Sollen unter uns die Lampen von der Decke fallen? Freuen sich die Leute nicht über fröhliche Kinder? Schluss jetzt, ich habe die Fragerei satt. Nanu, wo ist das Telegramm? Pummi hat es. Sofort gibst du mir das Telegramm. Wieso nimmst du es mir einfach weg, ohne zu fragen? Ich habe nur die Zahl abgeschrieben. Was für eine Zahl? Die Formularnummer. Was willst du damit? Da haben wir es. Kinder dürfen keine Fragen stellen, aber Erwachsene dürfen das. Die dürfen überhaupt alles. Auf der Stelle sagst du mir, was du mit der Zahl vorhast. Wetten, dass die Rotzoll nicht weiß, was sie bedeuten? Die Rotzoll? Wer ist das? Aber Arthur, wo hast du denn deine Gedanken? Fräulein Rotzoll ist doch Pumis Lehrerin. Die Rotzoll? Da spricht man so von seiner Lehrerin? Ja, wo bleibt denn da der Respekt? Da hörst du's, Pummi. Es heißt Fräulein Rotzoll. Wetten, dass Fräulein Rotzoll nicht weiß, was die Zahl bedeutet? Das Schreien des Vaters hatte Pummi nicht erschreckt. Sie wusste längst, dass man ohne Fragen nichts erfährt. Und Fragen sind meist störend und unangenehm. Die Erwachsenen sprechen dann laut. Das kommt, weil sie sehen, wie klein Kinderohren sind. Da könnte zu viel daneben gehen. Die Ohren von Vätern sind fast doppelt so groß. Die leisesten Worte schleichen sich da rein. Endlich um 5:30 der Vater zurückkehrte. Gleich in der Tür fragte er: Wo ist denn Willi? Onkel Willi ist noch nicht da. So, noch nicht da? Ich habe auch nichts anderes erwartet. Auf deinen Bruder ist kein Verlass mehr. Aber Arthur, fängst du schon wieder an? Übrigens, Herr Lack hat sich wieder beschwert. Der Blumenhändler? Ja, der Blumenhändler. Unten im Haus. Worüber denn? Er behauptet, seine Rosen im Eisschrank verlieren die Blätter, wenn Pulle und Pummi in der Wohnung Ball spielen. Na, dann sind die Blätter aber nicht sehr fest. Herr Lack hat's nötig. Der versteckt die trockenen Blumen immer hinter den frischen. Deshalb kauft Mutti die Blumen auch immer in der Perleberger Straße. Nicht wahr, Mutti? Ja, dort sind die Blumen viel frischer. Ach, wo nur Onkel Willi bleibt. Zum Kotzen. Aber Pulle, wo hast du denn das aufgeschnappt? Wie gesagt, dein Bruder war immer unzuverlässig. Und nun will ich nichts mehr davon hören. Damit schloss der Vater die Unterhaltung über Onkel Willi ab und setzte sich schweigend an den Abendbrottisch. Heute gab es keine besondere Schlafordnung. Jeder musste da schlafen, wo er immer schlief. Und diesmal recht früh, um den gestrigen Schlafausfall auszugleichen. Als Pulle am nächsten Morgen verschlafen durch die Diele ging, stieß sie mit den Zehen an einen Koffer. Sie vergaß sofort, dass es weh tat, rannte zurück ins Kinderzimmer und weckte Pummi. Onkel Willi ist da. Was ist los? Er weckt mich mitten in der Nacht. Hast du nicht gehört? Onkel Willi ist da. Onkel Willi? Außerdem ist es nicht Nacht, sondern heller Tag. Hast du ihn gesehen? Nein. Nicht? Ja, aber wie? Nur seinen Koffer. Komm, wir gehen ihn suchen. Eine gute Idee. Irgendwo in der Wohnung muss er ja sein. Wo sollen wir zuerst nachsehen? Mutti hat das kleine Zimmer neben dem Bad hergerichtet. Du meinst, Onkel Willi schläft dort? Na, gleich werden wir es wissen. Leer. Aber das Bett ist zerwühlt. Er hat also hier geschlafen, aber wo ist er jetzt? Was war das? Jemand hat gehustet. Das kann nur Onkel Willi gewesen sein. Komm. Nanu, wer kommt denn da? Zwei Engel? Nein, das sind ja nur zwei kleine Mädchen in Nachthemden. Onkel Willi? Nicht wahr? Du bist Onkel Willi. Und ihr seid Pulle und Pummi, habe ich recht? Junge, Junge, also ihr habt mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Empfängt man so seine Nichten? Ja, was ist das für eine Begrüßung? Moment, ich bin gerade bei einer heiligen Handlung, dabei darf mich niemand stören. Was trinkst du da? Ist das Schnaps? Das ist das Lebenselixier eines alten Mannes. Du bist doch gar nicht alt. Ich glaube, du übertreibst genauso wie die meisten Erwachsenen. Sieh mal an, vor euch muss man sich in Acht nehmen. Was ihr nicht alles herausfindet, dabei hatte ich etwas ganz anderes erwartet. Eine Frage, was ein Elixier ist. Was ist es denn? Ein Wässerchen oder ein Saft. Seht ihr, wie das schimmert und glänzt? Das ist reines Gold, aber nicht in Talerchen gepresst, sondern flüssig. Seht mich an, entweder würde ich schon als Engelchen draußen herumfliegen oder in der dunklen Erde liegen.
einen schönen Tannenbaum aus der Brust wachsen lassen, wenn, ja, wenn... Na, nun ratet mal. Das ratet ihr nie. Ich wäre weg, wenn ich nicht jeden Morgen so ein Gläschen getrunken hätte. So, seht ihr? Nun lebe ich wieder weiter. Und wie geht es euch? Ihr wisst, dass ich für jede 6 in der Schule eine Mark zahle. Wie steht es damit? Ja, das müsst ihr euch nun aussuchen, ob ihr arm und klug oder reich und dumm sein wollt. Das liegt ganz bei euch. Ich habe eine Menge Markstücke mitgebracht. Bist du denn reich und dumm? Na klar, da lebt sich's doch viel besser. Aber Willi, jetzt fängst du schon morgens an zu trinken. Mein Herzchen, mein Schwesterlein, ich habe mich zwar vorübergehend in deine Pflege begeben, das heißt aber nicht, dass du während der Zeit deine Regierungskünste auch bei mir in Anwendung bringen darfst. Du hast nicht mal den Koffer ausgepackt. Wie hast du denn geschlafen? Im Anzug. Ich war zu müde, um noch auszupacken. Ich will auch...